Dritte Liga bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Am 17. Spieltag trafen sich mit Thorsten Ziegner und Thorsten Lieberknecht zwei alte Weggefährten zum Spitzenspiel im Erdgas-Sportpark zwischen Halle und Duisburg. Und die Duisburger Fans wollten 3 Punkte entführen aus Halle. Und Duisburg setzte gleich mal erste Akzente. Das ist Mickels und oh, Dusel für den HFC. Pfosten nach dieser verunglückten Flanke. Glück für Kai Eisele. Dann mal die Hallenser. Das ist Niedfeld und Weikauf mit einer guten Parade in der 43. Minute schon. Jonas Niedfeld und Leo Weikauf. Dann kurz vor der Halbzeit Foulspiel von Vermey an Mai und dann diese Aktion. Mai mit dem Tritt will da den Ball spielen, aber Vermey spitzelt ihn weg. Glück auch hier für den HFC. Das hätte auch rot geben können. Hinein in die zweite Halbzeit. Der MSV machte weiter Druck. Mickels. Leroy Chuck Mickels. Und das ist Stoppelkampf. Wieder dabei. Nach überstandener Grippe trifft aber nur den Pfosten. Moritz Stoppelkamp. Und 43 Sekunden später, Mai verliert den Ball. Vermey und dann Engin. Engin hat zu viel Zeit, überlegt zu lang. Und dann Eisele. Aber noch gefährlich, Landgraf und wieder Eisele. Zu lange überlegt von Ahmed Engin. Und dann Eisele macht das Bein lang. Und nochmal im zweiten Versuch, nochmal Eisele. Ja, Thorsten Ziegner, da müssen wir jetzt noch ein bisschen mehr dagegen gehen. Duisburg kommt und kommt. Und kommt nochmal. Mit dieser Flanke Moritz Stoppelgang. Und da ist doch der lange Vermey. Vermey und Eisele genau in die Hände von Eisele. Ja, aber Respekt, Applaus, Aufmunterung für diese Chancen. Aber eine gibt's noch. Aber die dann für den HFC. Papadopoulos. So, und Achtung, Boyd, anschnallen, Abfahrt. Terence Boyd mit dem Riesending. Was für ein Tor von Terence Boyd. Der ist eingewechselt worden und dann macht er den einfach mal rein. Nicht lange nachdenken. Einfach drauf damit, nicht zu halten für Leo Weikauf. 1:0 für den HFC. Komm, wir gucken uns das nochmal an. Hier, Boyd, nur den Ball im Blick. Und genau da soll er hin. Raus mit dem ganzen Frust. Da ist aber einer richtig zufrieden. Ja, ich bin extrem froh, dass wir das Torspiel gewinnen konnten. Ich finde auch verdient. Ja, bei mir persönlich, ich habe mich seit Wochen mit einem anderen, das ist ins Moseband rum. Immer Schmerzen beim Schießen und deswegen kam ich jetzt die letzten Spiele von der Bank. Und cool, dass es dann trotzdem mal geklappt hat, dass ich treffe. Und vor allem, dass wir diese scheiß 3 Punkte geholt haben. Also, wie man hört, wir haben unser Hurra-Fußball wieder. Und jetzt geht's wieder weiterarbeiten, auf dem Boden bleiben. Wie tief sitzt der Frust, wenn man ein solches Spiel in der Schlussphase noch verliert? Man ist enttäuscht, weil wir uns für eine sehr gute Leistung nicht belohnt haben, weil wir noch viel besser spielen können. Wunde lecken beim MSV, die heute 4 Chancen generiert haben, aber sie nicht versenkt haben. Und Jubel beim HFC. Die erkämpfen sich diesen wichtigen Sieg, weil Terence Boyd heute richtig geknipst hat. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.